Wir sind ja eine große deutsche Soziallotterie. Mindestens 30% von jedem Los gehen an gute Zwecke. Und mit diesem Shine a Light stellen wir Organisationen ins Rampenlicht. Diese Menschen strahlen jeden Tag und sind große Mutmacherinnen und Mutmacher für die Gesellschaft. Und das wollen wir einfach anerkennen und da einen Riesenapplaus für zollen. Kommen wir zum ersten Preisträger. Und hier sind sie, die Brustkrebsfamilie. Liebe Brustkrebsspotten, ihr seid keine kleinen Fische, ihr seid ganz groß. Ihr klärt auf, erklärt und informiert, tröstet und lotst, gebt in eurem Mutmachernetzwerk Halt und Orientierung. Dank eurer vielfältigen Angebote haben Betroffene das Gefühl, nicht nur als Patientin, sondern als Mensch gesehen zu werden. Wir finden das großartig. Wir kommen zum nächsten Preisträger, die Frau Meli. Herzlich willkommen. Liebes LFSA-Team, seltene Erkrankungen wie das Liframeni-Syndrom, LFS, bekommen selten Aufmerksamkeit. Ihr habt euch nicht damit abgefunden, ihr seid laut. Und das ist enorm wichtig. Ihr sorgt mit eurer Stimme dafür, dass andere Betroffene sich nicht alleine fühlen. Krebs braucht Kommunikation. Ihr kämpft für diese Kommunikation und seid für uns daher Mutmacher erster Klasse. Die Gründer der Segelrebellen, herzlich willkommen. These are the best days. The best days of ihr habt als Segelrebellen auf eurem Boot die richtigen Segel gesetzt. Mit großem ehrenamtlichen Engagement sorgt ihr dafür, dass Patienten, die keine Kraft haben, Rückenwind und wieder Hoffnung bekommen. Es ist eine wunderschöne Botschaft, die ihr den Menschen mitgebt. Ihr schenkt ihnen Vertrauen in ihren Körper, die Gewissheit eines Ausweges und den Mut, aktiv zu werden, statt zu resignieren, wenn der Wind ins Gesicht bläst. Herzlichen Glückwunsch! €10.000, was habt ihr damit vor? Ja, wir haben ein Leuchtturmprojekt initiiert in Schleswig-Holstein. Wir sind in Kooperation mit dem Uniklinikum unterwegs, haben eine Onkosprotten-Sprechstunde und die möchten wir gerne ausbauen. Wir werden im nächsten Jahr wieder ein Familientreffen für Liframeni-Syndrom-Betroffene an der Medizinischen Hochschule Hannover veranstalten. Haben vor, ganz besonders die Jugendarbeit weiter zu stärken. Wir wollen die Kosten für unsere Teilnehmer so gering wie möglich halten, weil viele einfach in der Therapie aus allen Sicherungssystemen rausfallen und dastehen, nicht wissen, wohin mit sich und wie sie das finanzieren können. Jetzt wart ihr, liebe Community, ja gefragt und konntet unter diesen drei Initiativen nochmal extra abstimmen. Und zwar kommen wir jetzt zum sogenannten Community-Preis. Gewinner des Shine a Light Community-Preises, ermöglicht von den TeilnehmerInnen der deutschen Postcode-Lotterie, sind die Brustkrebs-Sprotten. Award Shine a Light 2020.